So, guten Morgen. Wir sind hier am See und genießen ein bisschen die Ruhe. Heute Morgen auf einem Spaziergang mit den Hunden. Christine ist auch dabei. Und ich will die Zeit nutzen, ein neues Rasseporträt aufzunehmen. Heute der Ridgeback. Los geht's. Guck mal hier, Monster Ridgeback. Jetzt kein Ridgeback. Die Wilma ist bei uns zu Besuch. Guck mal hier. Oh Püdelchen, oh Püdelchen. Komm, lauf, geh ins Wasser. So, nein, nicht da. Könnte ein bisschen schwierig werden, wenn ich abgelenkt bin, liegt das an einem Zwergpudel. Gut, der Ridgeback. Der Rhodesian Ridgeback ist die einzige im FCI anerkannte Hunderasse aus dem südlichen Afrika. Die Herkunft oder die Entstehung der Rasse ist so ein bisschen... Ja, hundertprozentig sicher ist mir sicher natürlich nie, aber die wahrscheinlichste Variante ist, dass die Hottentotten damals die Hunde mit nach Afrika genommen haben und dann später über die Einfuhr von Doggen und Mastiffs der Ridgeback entstanden. Der erste Rassestandard wurde stark der Dalmatiner angelehnt, ja, was so die körperliche Statur und sowas angeht. Es hält sich immer wieder die Story, dass der Ridgeback auf die oder zur Löwenjagd entwickelt und gezüchtet wurde. Das ist nicht ganz richtig. Also der Ridgeback hat Haus und Hof beschützt und wurde zur Jagd auch eingesetzt, zur Jagd auf Großwild auch. Aber das ist nicht so, dass der irgendwie tatsächlich mit einem Löwen gekämpft hätte, sondern eine Ridgeback-Meute hat halt Tiere in Anführungsstrichen festgehalten, bis der Jäger kam, um sie zu erlegen. Damals war das Hauptjagdgut tatsächlich der Löwe. Sicherlich hat der Ridgeback also auch mal Löwen in die Ecke getrieben oder in irgendwo festgehalten, bis dann ein Jäger kam. Ja, aber das war jetzt nicht das hausgemachte oder das ausgemachte Hauptjagdziel, auch wenn sich dieses Gerücht immer wieder hält. Im Rassestandard steht, dass Rüden so um die 36 Kilo wiegen. Also die letzten Ridgeback-Rüden, die ich gesehen habe, sind weitaus schwerer, weitaus schwerer. Der Trend geht auch dazu, mehr, größer, muskulöser, wie auch immer. Ich muss jetzt die lese ich jetzt kurz vor, damit ich jetzt die richtigen Worte benutze und dann übersetze ich die euch mal. Man kann ja immer solche Rasse-Eigenschaften in Anführungsstrichen googeln und dann werden halt immer so Attribute vergeben. Christine hat das noch nicht gehört, mal gucken, ob die jetzt lacht. Oder wir machen das anders. Christine übersetzt die euch. Das Temperament des Ridgebacks wird beschrieben mit folgenden... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Worten und du übersetzt die. Durchsetzungsstark. Störrisch. Dickkopf. Ja. Spitzbübisch. Hört sich das nicht positiv an, wie spitzbübisch der Hund ist? Na, die machen eine Menge Scheiße. Loyal. Naja, Loyalität. Wenn man das liest, das hört sich positiv an. Durchsetzungsstark, spitzbübisch, danke, dass du durch die Kamera latscht. Durchsetzungsstark, spitzbübisch, loyal. Das ist ein ganz schöner Dickschädel und der hat eine ganz schöne Menge Scheiße im Kopf im Zweifel. Und es ist nicht ganz so einfach, den zu erziehen. Und deshalb fangen wir jetzt direkt auch an mit dem Punkt Erziehung. Also der Ridgeback kriegt... ständig latscht hier ein Hund durchs Bild. Der Ridgeback kriegt im Punkt Erziehung von mir von 5 möglichen Punkten leider Gottes nur 2. Das liegt an den Gründen, die wir eben schon hatten. Der Ridgeback hat einen wirklich dicken Schädel. Der Ridgeback ist nicht für jeden Menschen geeignet. Gerade die Rüden sind tatsächlich wirklich auch ein bisschen dickschädeliger und härter im Nehmen und vielleicht nicht ganz so einfach und können tatsächlich auch Aggressionsproblematiken entwickeln. In den letzten Jahren, ich würde sagen in den letzten 10 Jahren, vor 10 Jahren hatte der Ridgeback so einen starken Boom und 5 Jahre lang hast du überall nur Ridgebacks gesehen. In diesen 5 Jahren ist der Ridgeback von praktisch nicht vorhanden in der Beißstatistik hochgeschossen auf Platz 5 in Deutschland. Die sind nicht ganz so einfach. Die haben einen Jagdtrieb, die beschützen Haus und Hof, weil dazu sind sie ursprünglich mal gemacht. Sie sind schon erziehbar und auch nicht so schlecht, aber ja, ich habe geschwankt zwischen 2 und 3 Punkten. Aber die sind nicht ganz so einfach. 2 Punkte in der Erziehung leider nur. Nächster Punkt, Alltag. Der Ridgeback ist ähnlich wie der weiße Schäferhund eigentlich ein alltagstauglicher Hund. Das Problem ist, dass
viele Menschen den Ridgeback aufgrund seines Erscheinungsbildes einfach nicht so positiv sehen. Ja, er ist halt großer Hund, runder Kopf, sieht fies aus mit dem Ridge auf dem Rücken. Und somit ist es schwierig, ihn überall mit einzubinden. Du kannst ihn nicht in jede Kneipe mitnehmen, wenn die Kellnerin schon so ein bisschen Angst vor großen Hunden hat und so weiter und so fort. Leider Gottes im Alltag nur 2 von möglichen 5 Punkten. Motivation ist eine andere Geschichte beim Ridgeback. Das ist eine echt schwierige, also der Ridgeback an sich ist eine schwierig zu beurteilende Rasse, weil die Schere so extrem ist. Also ich kenne Ridgeback-Rüden, die bald 50 Kilo wiegen und ein Lamm sind ohne Ende und total gut erzogen sind und auch Zuchtrüden sind. Das ist ein Top-Hund. Und ich kenne Ridgeback-Rüden, die wiegen gerade mal etwas über 30 Kilo und sind total unerzogene junge Fratze. Also die Schere ist extrem groß. Ich kenne Ridgeback-Hündinnen, die seit 2 Jahren mit Problematiken kämpfen, andere Hunde anzubellen und so weiter und so fort. Es ist kein einfacher Hund. Trotzdem ist der Ridgeback in der Regel gut zu motivieren. Wenn man gut und früh startet mit der Erziehung, sind die futtermäßig gut zu motivieren. Verspielt sind die, sie stehen eher auf leicht körperliches Spiel, so Raufen und Zerren finden sie halt gut. Wenn die passenden Menschen dazu kommen, ist der Ridgeback ein gut motivierbarer Hund. Aus diesen Gründen kriegt der Ridgeback von mir 3 von 5 Sternen für die Motivation. Ist also ein normal bis gut zu motivierender Hund. Das Thema Auslastung beim Ridgeback ist ein bisschen schwieriger. Der Ridgeback ist eingeordnet, in der FCI eingeordnet bei den Lauf- und Schweißhunden. Das sind also Jagdhunde mit einem... Oh Gott! Au! Das sind also Jagdhunde mit einem hohen Bewegungsdrang. Lauf- und Schweißhunde verfolgen eine Geruchsspur bis zum Ziel, also bis zu dem Wild oder was auch immer, ja, und sind halt sehr, sehr viel in Bewegung. Die können viel und lang laufen. Die Dalmatiner, die in Amerika als Feuerwehrhunde eingesetzt werden, sind das Gleiche. Und der Ridgeback ist auch das. Ja. Also wenn ihr wirklich einen aktiven, kräftigen und tritt mir nicht aufs Handy. Oh, du bist pitschnass, du blöde Kuh. Wenn ihr einen aktiven, kräftigen und lauffreudigen Hund sucht, der Ridgeback ein guter Hund. Oder der Dalmatiner auch. Das heißt aber auch, die brauchen teilweise, vor allem wenn sie jung sind, wirklich ein bisschen mehr Bewegung. Nur mal eben eine Stunde um Block gehen, funktioniert da nicht. Also Ridgebacks fahren gerne Fahrrad, gehen gerne joggen. Wenn ihr ein bewegungsfreudiger Mensch seid, ist das wirklich gut. Ansonsten, sag mal, für nur um Block gehen ist der Ridgeback jetzt nicht unbedingt der richtige Hund. Weil man also mit dem Ridgeback doch ein bisschen in Bewegung sein sollte und doch ein bisschen mehr tun muss, als einfach nur um den Block spazieren gehen und ab und zu mal den Klicker rauszuholen. Der braucht Bewegung, der braucht körperliche Auslastung tatsächlich etwas mehr als der Durchschnittshund. Deshalb kriegt der Ridgeback 2 von 5 Punkten. Im Punkto Pflege ist der Ridgeback relativ schnell beschrieben. Kurzes Fell, der haart zwar wie jeder andere Hund, kurzhaarige Hunde haaren auch, aber es sind nicht so viele Haare, die haben eine andere Struktur, ne? Die sind halt sehr, sehr klein, sehr pieksig, die stecken schnell mal in den Klamotten fest, aber die sind einfach sauber zu machen, die sind einfach trocken zu machen. Der Ridge, wenn der Hund gesund ist, braucht nicht viel mehr Pflege, man muss ein bisschen beim Streicheln und Bürsten aufpassen, dass man nicht ständig gegen die Strichrichtung bürstet oder streichelt. Aber das ist ein super pflegeleichter Hund. Ja. Wenn die jetzt nicht groß irgendwelche Krankheiten haben, im Alltag hast du das hier gefunden. Wow. Aus diesen Punkten bekommt der Ridgeback von mir volle 5 Punkte im Bereich Pflege, weil außer ihm ab und zu mal mit dem Handtuch den Dreck vom Körper rubbeln und vielleicht mal ein Ohr sauber machen, muss man da nicht viel tun. Im Punkto Gesundheit ist der Ridgeback ein zweischneidiges Schwert. Die Reihe der vererbbaren Krankheiten und genetischen Problematiken, die der Ridgeback weitergeben kann, ist sehr lang. In der Zucht wird aber darauf geachtet, dass in der verantwortungsvollen und guten Zucht wird darauf geachtet, dass eben diese Krankheiten nicht vorkommen. Dinge von denen ihr vielleicht gehört habt, wie der offene Rücken beim Ridgeback. Ich habe von sowas auch schon lange nichts mehr gehört. HDEDOCD ist der Ridgeback sehr, sehr gesund und hat kaum Problematiken aufzuweisen, zumindest nicht mehr als der normale Hund und deutlich weniger als zum Beispiel die Schäferhunde, die wir in der letzten Folge hatten. Dennoch hat der Ridgeback so ein paar Problemchen, die man im Hinterkopf behalten muss. Ich denke, das größte Problem sind hier Allergien und Futtermittelunverträglichkeiten, die sich in Problemen in den Zehen widerspiegeln können, in einem leicht verengerten Gangbild. Das ist nicht ganz so einfach zu erkennen.
Insgesamt aber im Vergleich zu vielen anderen Zuchtrassen ist der Ridgeback schon eher ein gesunder Hund und daher kriegt er von mir hier 4 von 5 Punkte. So, wir gehen mal ein bisschen in Bewegung, damit wir langsam mal wieder zurückkommen. So, die restlichen beiden Punkte erkläre ich euch auf dem Rückweg. Der nächste Punkt auf der Liste ist der Punkt Jagdtrieb. Und wer hätte es gedacht, wenn man sich einen Jagdhund auch aus Afrika holt, dass der jagt. Dass der durchaus jagt. Also, es gibt deutlich... Jetzt! Wird voll in so einer riesen Monster-Brombeere hängen geblieben. Also im Vergleich zu wirklich anderen stark jagenden Hunderassen, Drahta, Beagle etc. pp., ist der Ridgeback jetzt nicht ganz so schlimm, ja, was die jagdliche Ambition angeht. Wilma, geh da nicht rein. Aber insgesamt muss man sagen, gibt es schon Ridgebacks mit einem normal bis leicht überdurchschnittlichen Jagdwillen. Dazu muss ich vielleicht sagen, wie ich das definiere, während die Christine da hinten die Brombeeren klaut. Aua, das hast du davon, du Dieb. Wenn ich sage, ein Hund hätte 5 Punkte verdient im Bereich Jagdtrieb, dann heißt das, der hat so gut wie keinen Jagdtrieb. Ja? Wenn ich sage, der hat 1 Punkt, dann jagt er wie Bolle. Wenn ich sage, der hat 3 Punkte, dann ist das ein Hund, der normal ist. Ich würde sagen, so wie Milan vielleicht. Ne? Hat mal so ein bisschen, ja, Milan hatte schon so ein bisschen mehr Jagdtrieb. Aber jetzt jagt er halt nicht mehr so viel. Ich nehme Milan jetzt bei mir. Ich muss darum gehen. Nach Hause. Willst du nicht nach Hause? Ich will nach Hause. Milan, bei mir! Was ist denn das da? Ein Hund, der also 3 Punkte im Bereich Jagdtrieb hat, ist halt ein normaler Hund. Ne? Jagt schon mal, stöbert mal ein bisschen, aber alles jetzt nicht im schlimmen Bereich. Der Ridgeback ist tatsächlich, ja, jagt und stöbert schon mal, man kann auch mal tatsächlich einen Ridgeback erwischen, der ein bisschen mehr Bock drauf hat. Wenn man die aber vernünftig auslastet, machen die das nicht so viel. Ne? Was jetzt nicht heißt, lastet euren Ridgeback aus, dann jagt er nicht. Nein, das ist eine Mischung aus Auslastung, Erziehung und vielen anderen Komponenten, aber Auslastung und Erziehung weglassen, dann jagt er wahrscheinlich mehr. Deshalb kriegt der Ridgeback von mir 2 bis 3 Punkte im Bereich Jagdtrieb, 2,5. Leicht überdurchschnittlicher Jagdtrieb. Nein. Oh, ein Kaninchen, hat sie gerade gesagt. Oh, ein Fahrradfahrer. Kind. So. Wow, 3 kleine Kinder, die sich dafür bedankt haben, dass wir ihnen Platz gemacht haben beim Fahrradfahren. Ich habe ganz selten 3 Erwachsene, die sich bedanken dafür, dass wir ihnen Platz machen. Die motzen nur, dass wir nicht schnell genug sind. Bleibt der letzte Punkt, Punkt Verhalten. Der Ridgeback, das habe ich eben schon gesagt. Also im Bereich Verhalten behandeln wir ja das Verhalten gegenüber Menschen. Artgenossen, in der Regel, also der, was in dem Rasseporträt steht, ja, der ist loyal. Seine Menschen, seine Familie und Bekannte, ist das ein töfter Hund. Aber, sagen wir mal so, wenn ich mir die Rasse aussuchen könnte, die hinter dem Zaun ist, wo ich einsteige, würde ich den Ridgeback nicht direkt als erstes wählen. Also der Ridgeback an sich kann mit Menschen schon mal fremdeln. Die Mädchen, also die Weibchen neigen dazu, so ein bisschen skeptisch zurückhaltend zu sein, während Rüden da auch schon mal ein bisschen prolliger auftreten können. Der Ridgeback ist ein sehr, 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 sehr muskulöser, kräftiger, bulliger Hund, der das auch weiß. Und ein Ridgeback hat mitunter auch eine lange Leitung, bis sie in der Keilerei drinstecken. Aber wenn die sich keilen, glaubt mal, dann richtig. Ja? Also, das heißt, während die Rüden... Oh, scheiße, ich habe ein Steinchen im Schuh. Scheiße, jetzt habe ich noch mehr Steinchen im Schuh. Das heißt, hier im Punkto Verhalten, klar, ist euer Hund gut erzogen und ihr seid generell, habt generell einen guten Hund, dann wird er auch andere Hunde und Menschen gut oft in Ruhe lassen. Aber sie tendieren dazu, schon mal ein bisschen prollig zu kommen, ein bisschen prollig zu wirken auf andere Hunde vor allem. Das liegt mitunter auch an dem Ridge, weil viele andere Hunde, ja, den Ridge und die zusätzliche steife, muskulöse Körperhaltung der Ridgebacks tatsächlich missinterpretieren und Keilereien anzetteln können und der Ridgeback lässt sich da halt nicht lange bitten. Also wenn da einer kommt und sagt, komm, wir prügeln uns und meint das tatsächlich ein bisschen ernster, dann sagt der Ridgeback, das ist in Ordnung, können wir machen. Und danach ist das Thema dann wieder eine ganz andere Geschichte. Also im Punkto Verhalten ist der Ridgeback nicht ganz so einfach, ein bisschen schwieriger mit fremden Menschen, häufig eher schwieriger mit anderen Hunden, mit Fremden. Vorausgesetzt nicht gut erzogen. Das ist alles eine Frage der Erziehung. Deshalb kriegt der Ridgeback hier von mir auch nur 2 von 5 Punkten.
denn da im Gesicht? Was hast du denn da im Gesicht? Guck mal. Also die Tendenz, mit einem Ridgeback Ärger mit einem anderen Hund zu bekommen, gleich ob es jetzt Rüde oder Mädchen ist, ist schon etwas überdurchschnittlich. Ja. Insgesamt habt ihr jetzt festgestellt, dass der Ridgeback etwas weniger Punkte von mir gekriegt hat als der Durchschnitt. Das ist auch Absicht. Also der Ridgeback ist kein Anfängerhund. Die sind nicht so einfach. Die sind kernig, die sind mitunter wirklich... Die diskutieren, die haben einen dicken Schädel. Aufgrund ihrer Erscheinung könnt ihr den nettesten Ridgeback der Welt haben, aber aufgrund des Ridges und der Körperform und wie sie sich präsentieren, kriegen die auch oft mal Ärger mit anderen Hunden, ohne dass sie irgendwas gemacht haben. Der Ridgeback ist ein Hund, den man bewegen soll. Mit dem sollte man eine gute Balance finden zwischen klarer und konsequenter Erziehung und Auslastung. Es ist ein toller Hund. Also ein gut erzogener Ridgeback ist eine tolle Sache, aber auch das muss man sagen. Bis man an dem Punkt ist, wo der Ridgeback toll erzogen ist, ist es nicht ganz so einfach. Also gerade die Pubertät bei Ridgeback Rüden ist wirklich, wirklich nicht so easy. Es gibt aber einen großen, eine große Kluft zwischen so zwei Ridgeback-Lagern, die ich in den letzten Jahren festgestellt habe. Es gibt die Normalo-Ridgebacks in Anführungsstrichen, das sind die fast, ich würde sagen, 70% oder 80% der Ridgebacks ausmachen, die ich kenne. Die sind alle gleich. Das ist so der typische Ridgeback, ein bisschen überdreht und immer volle Lotte drauf und ein bisschen zu grob und ein bisschen zu muskulös und ein bisschen zu wenig mit Bremse und. Das ist noch lange nicht so schlimm wie beim Labrador, ne? Aber es geht in die Tendenz. Und dann gibt es so 20-30% der Ridgebacks, die sind sehr ruhig, die sind zurückhaltend, die sind überlegt. Die sind einfach völlig anders. Ne? Also von dem Ridgeback Rüden, von dem ich erzählt habe, dieser Zuchtrüde, das ist ein, ich würde sagen, der wiegt bestimmt 45-50 Kilo. Was ist Koloss von Hund? Aber es ist ein ganz, ganz nettes Kerlchen. War er auch nicht immer, ne? Die Erziehung war da nicht so einfach. Aber der ist jetzt mittlerweile ein netter, gelassener, älterer Rüde, der aber ganz, ganz, ganz genau weiß, was er körperlich drauf hat. Also, wenn da eine Keilerei passieren würde und den greift einer an, dann glaubt mal, dass der Ridgeback den anderen auf links dreht. Ja, weil der weiß, was der kann. Der weiß, was der drauf hat. Ja. Also, Ridgebacks sind nicht ganz so einfach. Nicht unbedingt Anfängerhunde. Gerade bei Mädchen merke ich immer mehr, also bei weiblichen Hunden. Siehst du die daher fest? Bei weiblichen Hunden merke ich immer mehr, dass die wirklich viel ruhiger sind als ihre Rüden im Welpenalter schon, viel überlegter, viel netter als alle an die Sachen rangehen als der Durchschnittsrüden, Ridgeback-Rüde. Das heißt, wenn ihr euch für einen Ridgeback entscheidet, meiner Meinung nach, stellt euch darauf ein, ihr müsst ein bisschen mehr tun. Ihr müsst dranbleiben, so die ersten 2-3 Jahre muss man wirklich was machen. Es kann auch scheiße laufen und ihr habt den einen Ridgeback, der jagt wie die Pest. Kann auch toll laufen und ihr habt den geilsten Ridgeback der Welt, keine Frage. Ja. Aber wenn ihr die Wahl habt, nehmt bitte ein Mädchen. Die sind in der Regel ein bisschen netter, die sind ein bisschen einfacher. Die gehen nicht so auf diese Rüdenkeilereien ein, die der Ridgeback-Rüde bald schon provoziert und sucht. Hier seht ihr jetzt die Gesamtpunktzahl für den Ridgeback. Das war's für heute. Ich bin raus. Tschüss. Aus diesen Gründen bekommt der Ridgeback von mir volle 5 Punkte im Bereich. Boah. Aus diesen Punkten bekommt der Ridgeback. Ich kann super Outtakes machen. Deshalb.
Nein, ich sage jetzt aus diesen Punkten. Aus diesen Gründen. Ach, scheiße! Aus diesen Gründen bekommt der Ridgeback von mir volle 5 Punkte im Bereich Pflege, weil er tatsächlich sehr, sehr pflegeleicht ist und man nicht viel machen muss. Ab und zu mal Ohren sauber machen, kämmen, das ist aber nicht viel. Scheiße, man muss den Ridgeback nicht kämmen, der hat doch gar kein Fell. Kani sagt, Schnauze voll.